Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs in Simotrans, wollen Düren, Rathenow, Olpe etc. anschließen. Und dann haben wir da hinten ja noch mehr und das schauen wir nach dem Logo gleich, ne? So, dann würde ich sagen, machen wir als erstes mal drei Haltestellen ein. Ist, glaube ich, da egal, wo das ist. Hier sieht es so ähnlich aus, ne? Machen wir da. Hier geht's nur da. Dann haben wir die schon mal. Hier ist schon mal alles fertig. Dann sind wir hier bei Lauf. Da geht nur da. Straße geht von Lauf weiter nach Kirchheim. Geht auch nur da. Ah, die Burg, die müsste man dann auch mal irgendwo anschließen. Das ist ein gutes Ziel. Isenhagen und nach Blankenburg. Da oder da? Egal. So, dann haben wir Hagen hier unten noch und das war's dann, ne? Hagen müssen wir überlegen, machen wir ganz zum Schluss, wenn was. So, das heißt, wir machen jetzt Linien als nächstes und zwar das. Wofür ist hier ein Fragezeichen? Monorail, okay. Neue Linie, die von dort nach dort geht. Regionalbus. Düren, Rosenheim, Schuss, haben wir. Eine neue Linie von Rosenheim nach Rathenow. Geschrieben oder OW? OW. Passt. Dann ist die fertig. Und neue Linie von Rathenow. Nach Olpe. Schuss. Und da. Ach, da haben wir die auch. Die eine Linie müssen wir gleich nochmal korrigieren. Hier Düren, Rosenheim, haben wir einen Bindestrich vergessen. Habe ich auf dem Schirm gehabt, ne? So, dann geht es weiter nach Lauf. Da haben wir überall was gesetzt. Kurz die beiden in Reichweite. Da. Regionalbus, Lauf nach Isen. Ne, ist nicht Isen. Wir müssen da oben hin. Wir müssen hier irgendwo hin, nach Kirchheim. Ah, der Kirchheim habe ich schon wieder falsch geschrieben. Mit zwei H, ne? So, das passt. Von da nach da. Da müssen wir jetzt auch noch eine Dingens machen. Wie heißt es? Eine Kutsche hinkriegen, ne? Ein Depot hinkriegen, damit wir Kutschen kriegen können. So, dann nach Isenhagen, ne? Kriege ich die so drauf? Nein. Regionalbus. Kirchheim nach Isenhagen. Das ist von da. Oder Isernhagen. 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 Ich glaube, jetzt habe ich es. Passt. Neue Linie. Regionalbus. Isernhagen. Nach Blankenburg. Schuss. Und das ist von da nach da. Passt. So, dann müssen wir hier irgendwo ein Depot hinpflanzen. Das würde ich hier mal bei Kirchheim machen. Ich glaube, hier ist ganz nett, oder? Depot dahin. Und dann geht's los mit LKW. Kutsche.
Fahrplan war Lauf. Kirchhain. Starten. Kirchhain nach Isernhagen. Starten. Und dann Isernhagen nach Blankenburg. Starten. Dann haben wir das hier. Können wir hier schließen, weil an dem Depot kriegen wir den anderen Weg ja nicht hin. Das müssen wir irgendwann aber auch noch verbinden. Das war jetzt hier nach Olpe noch, ne? Das Depot ist hier oben. LKW, Doppelgespann. Das war Düren nach Rosenheim. Starten. Dann der LKW von Rosenheim nach Rathenow. Ne, na doch. Und starten. Nächste ist Rathenow nach Olpe. Da ist es. Starten. Jetzt sollten wir keine graue Linie mehr haben, ne? Sieht gut aus. So, erledigt. Einmal die Karte. Das wird so aus. Waren wir hier oben schon? So, die Karte ist jetzt so groß, dass man hier wieder nichts sieht, ne? Das ist doof. Aber da ich da schon Dingens sehe, wie heißt es, eine Kutsche sehe. Gießen. Ist angeschlossen. Neubarkt haben wir, Wernigerode hat mal Schiff gemacht, fährt auch, Worms haben wir auch Schiff gemacht, St. Ingbert haben wir, na komm schon, auch Schiff gemacht, Görlitz, da unten sind wir auch gewesen, so das heißt wir haben nur noch Hagen jetzt über. Was machen wir jetzt mit Hagen? Hagen können wir jetzt nach Isenhagen anschließen, sozusagen, oder? Jetzt mal gerade schauen. Ja, das würde irgendwie so klappen, ne? Lass uns hier den Weg dahin machen. Ah, das hat gut geklappt, der letzte Bogen, der war jetzt nicht vonnöten. Ne? So, das ist schon mal gut. Und jetzt kommt ans Ende Briefkasten. Da wäre einer. Dann kommt der da rein. Gut, das passt. Wir müssen hier noch so ein Fitzelchen machen für, na ist egal wo, für ein Depot. Muss leider da auch hin. Leider ist gut, ne? Dann gehen wir gerade ins Depot, holen uns einen LKW und einen Bus. Und dann den Fahrplan, der von, mit einer neuen Fahrplan zur Linie. Das ist ein Regionalbus, ne? Das machen wir mal so. Das geht von da nach da. Gut, das war's dann erstmal hier. So, und dann würde ich jetzt machen das nach Isenhagen hin, oder? Ah, das ist schon wieder hier so tricky dann, ne? Das wäre da, ne? Dann wäre das da. Wo käme die Linie dann da hin? Da käme dann die Haltestelle hin.
Würde mir auch da wieder nicht gefallen mit dem Bauen. Warte mal, der ist da, da, da. Da würde auch nicht passen. Vielleicht will ich Hagen da gar nicht anschließen. Vielleicht Hagen hier noch weiter statt. Das ist doch bestimmt schick, aber passt auch hier wieder nicht hin, ne? Da. Das wäre schon die Schräge noch da. Nein, das bringt alles nichts. Hagen müssen wir irgendwie anschließen jetzt. Das machen wir jetzt hier, weil es nicht anders geht. Straße bis zum Hafen verlängern. Bushaltestelle dran. Machen wir halt so jetzt erst. Wäre erledigt. Warte, lass uns schnell schon mal die Kutsche dahin schicken. Ein Fahrplan vorhanden, ist klar, wenn wir neuen erstellen, neuen zur Linie. Das ist mal ein Stadtbus. Hagen, Hafen. Das liegt daran, weil das so nah ist. Oh, passt nicht. Kein Gehweg gefunden werden, weil da kein Anschluss ist. So, jetzt aber. Und starten. Kein Fahrplan vorhanden. Na super. Starten. Jetzt habe ich wahrscheinlich irgendwo ein falsches Dingens hier, oder? Depot. Findet keinen Weg hin. Ach, das ist die falsche Linie. Ach, er hat keine gemacht. Super. Komm, lass uns gucken, was das hier ist. Haben wir da was Falsches eingetragen? Nein, ne? Keine Ahnung, wo das jetzt ist. Ich mache hier erstmal eine neue Linie. Stadtbus. Isernhagen. Hafen. Passt. Und von da nach da. Fertig. Kannst du schließen? Kannst du starten? So, das ist erledigt. Das machen wir zu. Das machen wir zu. Jetzt haben wir irgendwo einen Fehler im System. Dann müssen wir uns jetzt angucken, wo der gelandet ist. Fährt da keine Kutsche? Da fährt keine Kutsche. Ah. Die ist da drin, aber irgendwie startet die nicht. Jetzt startet sie aber. Wartet auf freie Strecke, verlässt das Depot. Passt. So, und jetzt noch Fahrzeuge haben wir. Jetzt Schiffe. Schiffe. Schließt das mal. Mach eine neue Linie. Wieso gibt es nur eins Worms-Wernigerode? Muss doch schon mehrere geben, oder?
Fertig. So, jetzt müssen wir schnellstens gucken, wo war das hier in Worms? Die Reederei ist. Das Schiffsdepot. So, jetzt hat er einen weiten Weg dahin. Passt aber. So, und jetzt sind hier noch welche gefragt. Und haben wir auch ein Depot gemacht. Aber irgendwie wohl keine Schiffe drauf, oder was? Verbindung. Doch, hier ist noch eine Verbindung. Warum wird die mir hier nicht angezeigt? Mach noch mal zu, mach noch mal zu. So, Verbindung. Da ist ein Schiff. Hat auch schon 12 Passagiere. Passt. Fahrplan zur Linie. Oh, jetzt müsste man gerade wissen, wie das heißt. Steht das hier? Ja. Sandinberg-Solingen. Haben wir schon wieder einen Tippfehler, ne? Schuss. Fertig. Kommt an mit 12:16. Ja, ist angekommen, gut. Und 6 fahren schon wieder mit. Sehr gut, sehr, sehr gut. Gut, dann ist das alles jetzt richtig. Jetzt haben wir 2 Schiffsdepots und das war jetzt nicht die tolle Idee, da hinten noch eins von hier loszuschicken dann. Aber der ist jetzt auch schon unterwegs. Jetzt lassen fahren. Passt erstmal. Jetzt schnell nochmal hier reingeguckt, da reingeguckt und jetzt haben wir doch die 3 Linien, das passt. Und ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut und nächstes Mal schauen wir zu, dass wir dann Worms, Wernigerode mal verbunden hast, würde ich sagen, dass wir Worms mit ja, St. Ingbert oder sowas dann verbinden, würde ich sagen. St. Ingbert verbinden wir dann mit Fürstenwalde. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.